Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um wirklich auch das Bestmögliche aus einer Kampagne herauszuholen oder grundsätzlich aus B2B-Akquise. Denn ich weiß aus Erfahrung, es gibt viel, viel Kampagnen, die einfach auch scheitern. Ja, da kommt einfach nichts dabei rum und so weiter. Und ja, jetzt kann ich das Fenster gar nicht dazu machen. So. Ist letztendlich, wenn ich den folgenden Punkt, und das ist die IT-Infrastruktur hier, die IT-Infrastruktur quasi mit einbeziehe in meine komplette Strategie und Taktik. Und hier sagen wir mal angenommen, also eines der wichtigsten ist zum Beispiel bei Softwarelösungen, welches ERP-System ist im Einsatz. Ja, und das wissen wir schon, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, mein lieber Paul, dass wir hier zum Beispiel, wenn ich jetzt das weiß, okay, also wir haben zum Beispiel jetzt mittlerweile mehrere tausend Firmen, wo wir wissen, die haben ERP, SAP ERP im Einsatz. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt um die 400-500 Firmen, wo wir wissen, okay, die haben Microsoft ERP im Einsatz, werden auch stetig mehr, weil wir diese Themen einfach auch abfragen und einfach immer wieder neue Methoden herausfinden, wie wir das einfach herausfinden können. Also indem wir zum Beispiel hier erstens, also wir haben mal einige Methoden, welche weitergeben, alles nicht, ja, also so ein bisschen, was halte ich noch zurück, ne, dass man mich dann auch bucht. Und das wäre zum Beispiel hier einfach Dienstleister Testimonials. Ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Dienstleister, Leister Testimonials. Also besonders die großen Dienstleister sind darauf angewiesen, dass sie quasi ihren, in Anführungsstrichen, ihren Logo-Friedhof, wie man das so in Insider-Witzen häufig bezeichnet bei Agenturen, die haben dann teilweise auf ihren Webseiten, ich weiß nicht, hunderte von Logos mit Firmen, wo sie schon gearbeitet haben, kategorisiert, schön fein säuberlich. Hier haben wir SAP ERP eingeführt, hier haben wir SAP Microsoft Dynamics eingeführt, hier haben wir Microsoft Navision eingeführt und so weiter und so weiter. Und allein da, würde ich mal sagen, gibt es in jedem Markt, für jedes ERP-System gibt es bestimmt, keine Ahnung, 10 große Dienstleister und jeder von denen hat im Schnitt bestimmt 30, 40 Kunden auf seiner Webseite. Na, dann hast du schon mal 400 bis 500 Firmen, wo du quasi mit 100%iger Sicherheit weißt, dass die dieses System im Einsatz haben. Warum? Weil ein ERP-System wird zwischen wird alle, ich glaube, 9 bis 10 Jahre gewechselt, wenn überhaupt. Ja. Bei E-Shops ist alle 5 Jahre wird es wieder angeschaut, aber nicht unbedingt gewechselt. Also ein riesen Ding, also es dauert alleine bei SAP, bei den größeren Firmen dauert es alleine, ich würde mal sagen, Minimum 2 bis 3 Jahre, manchmal sogar 4 Jahre, bis das ganze Ding eingeführt ist. Ja? Also, wenn man es einmal eingeführt hat, dann behält man es auch. Das heißt, egal wie alt diese Daten sind, die man sich da holt, die sind auf jeden Fall noch relevant. Ja? Im Gegensatz zu manchen anderen Daten, die ja ständig out of date gehen. Dann ist es vielleicht sogar die wichtigste Quelle so zum Starten. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt halt in Deutschland, sagen wir mal, 15.000 Firmen, die Microsoft ERP im Einsatz haben, dann sind es natürlich 500 nicht sehr viel. Ja, da muss man eben schauen, okay, was kann man sich über so Sachen wie Bildwiff holen. Ja, da gibt es dann noch diverse andere Apps, ja, die ganz ähnlich funktionieren. Die kann man dann quasi sich Daten einkaufen, übereinander legen, hilft ein bisschen. Ja. Dann gibt es noch sowas wie Zielgruppenbesitzpartner, je nachdem, wie gut man da Kontakte hat. Da möchte ich jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen. Zielgruppenbesitzpartner,
So wie ich ja auch ein Zielgruppenbesitzpartner letztendlich bin für meine Kunden, so gibt es ja wieder weitere Zielgruppenbesitzpartner, die ich kenne, mit denen ich schon länger was gemacht habe und so weiter und so weiter. Zielgruppenbesitzpartner, wie funktioniert das? Also man hat quasi Zielgruppenbesitz, macht mit denen aber was anderes, sodass man sich nicht in die Quere kommt. Also ist quasi kein Mitbewerber, das ist also quasi kategorisch ausschließbar, kann sich aber sozusagen gegenseitig Gefallen tun, indem man halt hier einfach Zielgruppen besitzt, eben gegenseitig verwendet. Ja? Also möchte ich es nicht weiter ausführen, muss man eben dann im Einzelfall besprechen. Dann, ja, wie kann man noch weitermachen? Einfach kategorisch über natürlich LinkedIn. Ne? Also man kann über LinkedIn einfach das Ganze recherchieren. Ja? Also jemand, der einen Administrator SAP oder so hat, der hat wahrscheinlich auch SAP im Einsatz. Ja? Ganz banal, also wo wir quasi, wir haben zwei, drei Assistenten, teilweise Vollzeit im Einsatz, wenn wir diverse Kampagnen fahren, die ganz, also wirklich stundenlang, tagelang erstmal recherchieren auf LinkedIn, dann Job einzeigen, ja, Jobportale, ja, wo man einfach schauen kann, okay, wer sucht zum Beispiel hier einen SAP-Admin, ERP, Experten und so weiter und so weiter. Ne? Das ist auch etwas, wo häufig rückwirkend man betrachten kann, weil manche Jobausschreibungen, die sind quasi gebucht für Monate, selbst wenn die Stelle schon längst belegt ist. Das heißt, da ist auch ein, sozusagen, man schaut da so ein bisschen in die Vergangenheit auch rein. Ja, und dann gibt es bestimmt noch 4, 5 weitere Möglichkeiten, die ich jetzt hier nicht unbedingt alle nennen möchte. Aber ich möchte eines nochmal betonen, das ist super, super wichtig. Ja, wenn man sich dann natürlich Datenbanken aufbaut, die sind teilweise Gold wert. Ja? Also damit steht und fällt manchmal die eine oder andere Kampagne, dass sie langfristig auch funktioniert. Und ganz ehrlich gesagt, ich schaue mir auch ab und zu so LinkedIn-Kampagnen an von einigen Systemhäusern und so weiter. Und deren Funnel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Online-Funnel, der aber gar nicht vorhanden ist, also da ist nicht mal ein Formular vorhanden, wo diese Dinge abgefragt werden, sondern da wird ins Webinar eingeladen, wird nicht mal abgefragt, was hast du für ein System im Einsatz oder sowas. Ja? Also wenn ich ein Webinar aufbaue und es kostet alles Geld und publizieren und das und dies und jenes und so weiter, ja, auf eBusiness.de oder sonst irgendwo, dann baue ich doch dann einen Funnel für die Teilnehmer, die dann eingeben müssen wenigstens, ja, wenn das ganze Webinar schon zum Thema SAP oder Microsoft oder Salesforce ist oder Adobe, dann haben wir diese Lösung schon im Einsatz oder von Adobe und wenn ja, welche? Ja oder nein, ja oder sowas. Und wenn du nicht fähig bist, diese Frage zu beantworten, ja, was hast du dann in diesem Webinar zu suchen? Ja, also ich optimiere das sehr häufig Funnel in letzter Zeit. Es wird also sehr selten bis gar nicht gemacht da draußen. Also es gibt genug zu tun. Jetzt bin ich auch außer Atem und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ich hoffe, wir sehen uns in der Zusammenarbeit. Bis dann, ciao.